Was macht ein gutes Smartphone aus? Vielleicht würden einige sagen, die Kamera, das Display oder der Prozessor. Doch ist es nicht viel eher das Zusammenspiel all dieser Komponenten? Hey, ich bin's Martin und das ist mein Review zum Samsung Galaxy S9. Das Design des Samsung Galaxy S9s sieht beim ersten Betrachten sehr edel aus. Gorilla Glass 5 schmückt die Rückseite gemeinsam mit einer quadratischen Kameralinse, einem darunterliegenden Fingerabdrucksensor und dem glänzenden Samsung-Schriftzug. Die Frontseite besteht aus einer knopflosen Glasscheibe, die im ausgeschalteten Zustand wie ein unendliches Display aussieht. Auf der rechten Seite des Telefons sitzt einmal der Power-Button und auf der linken Seite sitzen die Lautstärke sowie der Bixby-Button. Die Unterseite des Galaxy S9 zeigt einen 3,5 mm Klinkenanschluss, einen USB-C-Eingang sowie einen Lautsprecher. Samsung wirbt mit einem Super AMOLED-Display. Nun ja, der Name ist vielleicht etwas übertrieben, jedoch ist das Display ein echter Hingucker. So sind die Schwarzwerte eigentlich hervorragend und die Quad HD Plus Auflösung von 2960 x 1440 Pixeln sorgt gemeinsam mit dem 5,8 Zoll großen Display für eine Pixeldichte von 570 Pixel pro Zoll. Aufgrund dieser Spezifikationen wirkt alles sehr hochauflösend und gestochen scharf. Runde Ecken sind für manchen cool, für manchen eher nicht, doch ich muss sagen, dass sie zwar technisch keinen Vorteil bringen, jedoch echt etwas Charme haben. Die Helligkeit des Displays ist vollkommen zufriedenstellend und kann auch in hellem Sonnenlicht überzeugen. Das 18,5:9 Seitenverhältnis sorgt beispielsweise beim Schauen von Videos oft für schwarze Balken links und rechts, die zum Glück durch einfaches Heranzoomen entfernt werden können. Mit Hilfe des großen Displays kann man dann auf Android 10 zugreifen. Gemeinsam mit der One UI 2 ergibt das ein rundes Gesamtpaket. Es ist nicht schwer, sich zum Beispiel als Einsteiger in Samsungs Benutzeroberfläche einzufinden. Wer sein Smartphone nur für ein oder zwei Jahre nutzen will, der kann sich das Samsung Galaxy S9 eigentlich sorgenfrei kaufen. Wem ein langlebiges Smartphone jedoch wichtig ist, der sollte wissen, Android 10 ist vermutlich das letzte Betriebssystem von Android, welches das Samsung Galaxy S9 unterstützen wird. Die relativ kurze Update-Spanne, die Samsungs Geräte nutzen, verschafft Käufern bei Samsungs Konkurrenten, die längerfristig Updates bieten, eine größere Zufriedenheit. Der Speicher des S9s beträgt 64, 128 oder 256 GB. Und lässt sich per Micro-SD-Karte um bis zu 1 Terabyte erweitern. Wahlweise ist es auch möglich, statt der Speichererweiterung eine zweite SIM-Karte einzulegen. Der maximale RAM beträgt bei der 256er-Variante 4 GB, mit denen flüssig gearbeitet werden kann, auch ohne dass sich Apps im Hintergrund schnell schließen. Geschwindigkeit wird von einem Exynos 9810 bei der europäischen oder einem Snapdragon 845 bei der amerikanischen Variante für viele neu definiert. Das betrifft vor allem Leute, die zuvor ein Mittelklassegerät besaßen. Das Nutzen im Alltag macht viel Spaß und Ruckler oder Verzögerungen werden zur reinsten Seltenheit. Spiele, Filme schauen, Slow-Mos schießen – all das ermöglicht der Prozessor in ordentlichen Geschwindigkeiten. Apps selbst starten dabei natürlich auch sehr rapide. Um also seine alltäglichen Standardaufgaben mit dem Smartphone zu erledigen, ist das Samsung Galaxy S9 geschwindigkeitstechnisch ein guter Helfer. Und dann wäre da natürlich noch der Fingerabdrucksensor. Ach ja, auf der Rückseite platziert macht er einen unscheinbaren Eindruck, doch wenn er dann mal berührt wird, ist es schnell geschehen, dass man sich einloggt, bevor man es überhaupt realisiert hat. Der einzige Nachteil daran ist, dass man ihn noch beim ersten Benutzen schlecht erreichen kann. Nach einer Weile gewöhnt man sich jedoch gut an seine Lage. Der Akku: 3000 mAh, 15 Watt Quick Charge 2.0 und Qi Wireless Charging spielen hervorragend zusammen. Display-Nutzungszeiten von einigen Stunden sind schnell drin, jedoch auch von Nutzer zu Nutzer unterschiedlich, da hier Faktoren wie die Displayhelligkeit und die Anzahl an verwendeten Apps in den Endwert mit einspielen.
Selbst wer auf all diese Aspekte am Samsung Galaxy S9 keinen großen Wert legt, der kann sich auf die Kamera freuen. Der Sensor der Frontkamera ist rund 8 Megapixel groß und kann Videos mit 1440p aufnehmen. Bilder sind scharf dargestellt und Farben realitätsnah abgebildet. Klar, Kunstporträts sind sicherlich etwas anderes, jedoch können die Details und die Schärfe der Fotos durchaus überzeugen. Das Highlight ist aber die Hauptkamera. 12 Megapixel und eine verstellbare Blende von f1.5 zu f2.4 sowie die Weitwinkelbrennweite von ca. 25 mm sorgen für faszinierende Bilder mit schnellem Autofokus und starker Tiefe. Nur die Lowlight-Performance ist noch verbesserungswürdig, da Fotos etwas verwackeln können. Videos können in 4K bei 60 Bildern pro Sekunde stabil aufgenommen werden und bei einer HD-Auflösung sind Zeitlupenaufnahmen bei bis zu 960 Bildern pro Sekunde möglich. Das ist vor allem faszinierend, wenn man bedenkt, dass das Samsung Galaxy S9 heute schon für unter 400 Euro verfügbar ist. Das Samsung Galaxy S9 bringt seine Komponenten zufriedenstellend zusammen. Mit einem begeisternden Bildschirm sowie der qualitativ hochwertigen Kamera liefert es den Dienst, der erwartet wird. Die kurze Software-Update-Spanne lässt Samsungs Geräte jedoch ziemlich kurzweilig wirken. Das Design muss man nicht mögen, doch Prozessor und Arbeitsspeicher setzen die Ansprüche an andere Smartphones sehr hoch. Nette Features wie das Wireless Charging oder der 3,5 mm Klinkenausgang machen das Smartphone-Erlebnis definitiv zu einem besonderen. Wer ein solides Smartphone sucht und gern mal fotografiert und ein tolles Display haben möchte, der kann sicherlich auf das S9 setzen. Auch in Sachen Geschwindigkeit hat Samsungs ehemaliges Flaggschiff-Smartphone, das S9, einiges zu bieten. Es ist also ein rundes Gesamtpaket. Danke fürs Zuschauen und bis bald.